Herzlich willkommen zurück zur Snooker WM 1888? Ich weiß gar nicht, wann das genau spielt. Ich weiß auch gerade nicht, wann Snooker erfunden wurde. Ich auch nicht, aber 1894 auf jeden das Fall. Das sieht mir jedenfalls eher aus wie Dreibandbillard. Oh, der Fachmann spricht. Allerdings sind da Löcher im Tisch. Deswegen. Das ist richtig, das deutet eher auf Pool hin. Ja, aber mit drei weißen Kugeln, das ist schon sehr merkwürdig. Denen sind halt die Farben ausgegangen. Ja. Oh, ein Kasperltheater. Elementar, offen. So schnell geht das. War hier noch was drin im Schrank da hinten? Ich gucke jetzt gerade mal. Das Erste, was wir anfassen und der Raum ist geöffnet. Ein Pfaukelschwert. Achso, da kamen wir. Nein! Wir können zurück? Ich will nicht. Falls wir den Dudelsack nicht gefunden hätten, wa? Ja. Wahrscheinlich. Ah. Die Musik ist auch gerade voll genervt. Ne? Aber wenigstens haben wir keinen Walzer mehr. Ja, das ist wirklich sehr schön. Die Musik finde ich jetzt auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, die passt auch besser. Was ist denn hier noch? Hier ist nichts Besonderes. Ja, okay. Ja gut, dann können wir eigentlich nur noch rausgehen. Elementar. Mhm. Da waren wir. Das ist richtig. Kann man das Tuch wegziehen? Glas? Das könnte noch nützlich sein. Können wir das Tuch... Ich brauche etwas. Können wir das Tuch wegziehen? Ich frage auch gerne noch ein viertes Mal. Nein, können wir nicht. Das meinte ich auch gar nicht. Das könnte noch nützlich sein. Ich meinte das hinten links. Welches hinten links? Das riesige, verdeckte Objekt da hinten in der Ecke. Nein. Gut. Ich brauche etwas. Ja, du musst neues Glas einsetzen in den Spiegel. Ich brauche etwas. Das wäre jetzt auch geil gewesen. Jetzt haben wir wieder eine Kiste mitgenommen und noch eine Truhe. Und wir schauen mal kurz, was das ist. Also wir haben einmal eine hölzerne Kiste, auf der Glas draufsteht. Einen Sarg. Einen Sarg. Den haben wir auch noch kurz in der Hosentasche. Und einen Dudelsack mit Pfeilen. Ich brauche etwas. Ja. Ist gut, ja. So. Das könnte noch nützlich sein. Und einen Spiegel. Den haben wir auch noch dabei. Ich brauche etwas. Den kann ich da nicht einsetzen. Kannst du den Dudelsack darauf packen? Ich probiere das jetzt alles. Okay. Ah ja, wir haben also den Sarg dahin. Wir bauen uns jetzt ein Katapult, wa? Ich bin ein Stockwerk weiter unten. Ich muss einen Weg finden, wieder nach oben zu kommen. Okay, kannst du darauf gehen jetzt? Ich brauche etwas. Kannst du darauf gehen? Nee, ich klicke das an und jetzt kann ich raufgehen. Ich bin ein Stockwerk weiter unten. Ja, mach doch auf. Ich muss einen Weg finden, wieder nach oben zu kommen. Wechseln? Was ist das denn? Wir können uns Sachen angucken. Spiegel. Nach oben halten. So kann ich sehen, wie das Seil befestigt ist. Er steht doch auf der Treppe, so mit verschränkten Armen wie immer. Das ist so geil. Ja, was, geil. Was mache ich jetzt mit diesem Wissen mit dem Seil? Da konntest du was anklicken. Nee. Nee, das Seil konntest du eben nicht anklicken. Nee. Doch. Ach doch. Offen. Moment, ich habe jetzt mit einem Dudelsack einen Pfeil auf ein Seil geschossen, um ein Gitter zu öffnen, das ich erreicht habe, indem ich einen Sarg unter einen Spiegel geklemmt habe. Ja. Und eine Glaskiste oben drauf gestellt. Ich liebe Sherlock Holmes, zeitweise jedenfalls. Ja, kannst öffnen jetzt das Gitter. Eben nicht. Ja, von der anderen Seite hättest du es wahrscheinlich öffnen können. Okay, jetzt geht's mit Schwertern weiter. Die Tür ist gerade erst zugegangen. Echt? Ja. Die Waffenkammer. Ui. Ein Zettel. Eine neue Nachricht. Oh, wie schön. Was nun? Vorlesen am besten. Mr. Holmes, hastig schreibe ich dies nieder, denn ich höre sie schon hinter mir und die Sekunden sind wertvoll. Unser Spiel endet bald und obgleich ich schon glaubte, das Handtuch werfen zu müssen, konnte ich ihn erneut entkommen.
Eines gilt es noch zu vollbringen, ein reines Kinderspiel für mich. Dieses Ereignis wird dramatische Auswirkungen haben und nur Sie können es verhindern. Gemäß unserer Spielregeln muss ich Ihnen einen Hinweis geben. Ich gelangte durch die Steinmauern, indem ich zuerst durch die Holzwände kam. Heute Nacht betrete ich ein Gebäude, das beide Eigenschaften zugleich aufweist und die Zeit wird stillstehen. Tja, ich weiß es. Das erste war ja logisch. Er war zuerst in der Holzuhr drin und ist halt durch die Steinwand entkommen. Mhm. Ja, und jetzt hat er beides in einem. Big Ben. Ja? Okay. Nicht wegen Holz und sonst was, denn da steht einfach nur, und die Zeit wird stillstehen. Mhm. Ich sag, es ist Big Ben. Big Ben ist eine Glocke. Ja, ja. Die zu dieser Zeit vielleicht noch an einem hölzernen Dachstuhl hing oder ähnliche. Vielleicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, dass es was mit Big Ben zu tun hat, wegen diesem Satz, und die Zeit wird stillstehen. Und Big Ben schlägt zu jeder Stunde mit dem berühmten Glockenspiel und es ist das Wahrzeichen von London überhaupt. Und ich glaube, dieses, er will die Königin stehlen, vielleicht im Sinne von, er will ihr Herz stehlen oder oder will einfach zeigen, dass er an sie herankommt. Ja. Oh, Schauplatzwechsel. Immerhin, Ihre Majestät ist jetzt sicher. Es war schwierig, doch ich konnte sie dazu bringen, eine Eskorte von 3 Mann zu akzeptieren. Es ist seltsam, aber seit dem Zwischenfall ist sie wie ausgewechselt. Erst der verständliche Zorn, doch danach schien sie völlig ruhig, sogar ausgelassen. So habe ich sie noch nie erlebt. Als ich sie verließ, wirkte sie verträumt. Egal, ihr ist nichts geschehen. Das ist die Hauptsache. Ich habe weitere 12 unserer besten Agenten unter die Dienerschaft in ihrem Landsitz gemischt. Mein Gott, so in den Buckingham Palace einzudringen. Dieser Franzose hat Nerven. Und doch war alles umsonst, wie es scheint. Wie kann das sein? Lupin hat all das auf sich genommen und doch versagt. Vielleicht hört dieser Unsinn jetzt auf. Der Visitenkarte nach, die Lupin im Keller des Buckingham Palace für mich hinterlassen hat, hat er sein Ziel, was auch immer das gewesen sein mag, offenbar erreicht. Darüber hinaus scheint er entschlossen, diesen Coup zum Abschluss zu bringen und heute Nacht seinen letzten Diebstahl zu begehen. Wenn ihm das gelingt, haben wir den 5. Kampf und damit den Krieg verloren. Eine Demütigung für das ganze Land. Unser Waterloo. Holmes, was soll dieser Pessimismus? Sie haben zwar nicht erläutert, wie Lupin aus dem Gemach der Königin und dem Palast entkommen ist, aber er scheint wieder einmal Glück gehabt zu haben. Das kann nicht ewig währen. Außerdem sind wir Engländer und müssen uns unser Eigentum zurückholen. Schön gesagt, Dr. Watson. So mutig er auch ist, ich versichere Ihnen, er hat das Schlafgemach der Königin mit leeren Händen verlassen. So oder so gab es dort nichts zu stehlen. Wie der Waschraum Ihrer Majestät ist auch Ihr Schlafgemach ein Musterbeispiel an Kargheit. Die Kronjuwelen und sonstiger Zierrat befinden sich in einem Stahlkäfig am anderen Ende der Stadt. Lupin ist bloß ein Prahler. Nichts als ein geschickter Einbrecher mit viel Glück, der schon bald in einer der feuchtesten Zellen von Dartmoor schmoren wird. Sagen Sie, Dr. Watson, was bedeuten diese Botschaften und wohin müssen wir gehen, um diesem Mummenschanz ein Ende zu bereiten? Der Stahlkäfig. Der ist mir auch gerade aufgefallen. Weil wir ja diesen Holzkäfig immer noch haben. Jetzt ist die Frage. Ich hatte ja auf Big Ben getippt. Ja, aber dieser Käfig. Big Ben ist ja auch nicht verkehrt. Ja, aber Lupins Hinweis hat uns als nächstes zum Big Ben geschickt. Also. Ja. Ich würde es zumindest. Da lag mir jemand ins Bild. Da hat jemand seine Hand reingehalten. Ich würde es jetzt ganz gerne mit Big Ben probieren. Ja. Moment, da ist der Tower. Hier nicht. Ich bin nur irritiert, wenn hier der Tower ist. London Bridge. Hier ist die Tower Bridge. Eigentlich sieht man von hier aus den Big Ben. Das kann ja sein, aber der ist von weiter unten wahrscheinlich. Weiter unten haben wir keine Karte, muss ja hier sein.
The Court of Justice to Felvescoy. Westminster. Halt. Da. Turm, oder? Da ist es. Ich bin mir sicher. Hurra, Doktor! Schnell, wir dürfen keine Sekunde verlieren. Die gesamte Polizei wird dort zu uns stoßen. Ich hab's! Er ist mit Hilfe einer Uhr in einen großen Steinpalast gelangt. Er will zu einem Ort, der etwas von beidem hat. Eine große Uhr aus Stein. Big Ben! Meine Güte, Dr. Watson, Sie haben recht. Ich alarmiere sofort alle Polizeikräfte Londons und stelle ihm am Big Ben eine Falle. Kommen Sie beide in einer Stunde zu mir. Dies wird ein großer Abend, werte Landsmänner. Ein Sieg über die Franzosen, die glauben... Ach, Holmes, meine Müdigkeit ist wie weggeblasen. Die Aussicht, Lupin zu erwischen, hat mich belebt. Sehen Sie, ich habe auch das Zeug zum Detektiv. Mit dem letzten Rätsel habe ich Sie überrascht, stimmt's, Holmes? Nun? Wohl wahr, Watson, wohl wahr. Ich lasse uns von Mrs. Hudson einen Imbiss zubereiten. Es wird eine lange und aufregende Nacht werden. Das Treffen mit dem Premierminister am Big Ben. Ich bin sicher, dass Lestrade... Sie werden mich beim Premierminister entschuldigen müssen, denn ich komme nicht mit. Aber Holmes, heute Abend schnappen wir den berüchtigsten Dieb ganz Europas. Das wird unser großer Sieg. Das Ende des Krieges. Wir stellen die Ehre Englands wieder her und holen uns die letzte Fahrt der Temeraire, die 6 Raben und den Rosetta-Stein zurück. Das wollen Sie sich entgehen lassen? Die letzten Tage waren anstrengend, Watson. Welchen Zweck hätte es denn, wenn ich käme? Sie haben doch das Rätsel auf der Karte gelöst, nicht wahr? Es reicht, Holmes. Wenn Sie nicht im Rampenlicht stehen, benehmen Sie sich wie ein selbstsüchtiges, verwöhntes Kind. Dann mache ich Lupin eben allein dingfest. Und ich schreibe dies nicht als eins ihrer Abenteuer nieder. Sie sind erbärmlich, Holmes. Uiuiuiuiui. Ja, nur weil Watson auf der falschen Spur ist. Knatsch im Hause Holmes. So, wir sind da. Inspektor, läuft alles nach Plan? Jawohl, Herr Premierminister. Halb Scotland Yard ist im Gebäude postiert. Die andere Hälfte patrouilliert in der Umgebung. Niemand kommt ungesehen durch. Perfekt, Gentlemen. Jetzt bleibt uns nur abzuwarten. Nun erhalten wir unsere Revanche. Das ist Ihr Verdienst, lieber Doktor. Ihnen gebührt die Ehre, Ihrer Majestät von unserem Triumph zu berichten. Vielen Dank. Aber wir dürfen Holmes nicht vergessen, der... Wo steckt der überhaupt? Er zog es vor, in der Baker Street zu bleiben. Er ist wohl etwas verärgert, dass ich die Sache ohne ihn gelöst habe. Verhätscheln werden wir Holmes nicht. Pech für ihn. Dann erfährt er aus der Zeitung von Lupins Festnahme. Tja, ich glaube nicht. Tja, ich denke auch, dass Watson da etwas vorschnell ist. was ist denn? Wir warten. Also, Lupin lässt uns ganz schön warten. Jetzt sind wir schon 4 Stunden hier und warten immer... Genug, Lestrade. Genug. Ich kann auch zählen. Hören Sie. Shh. Was? Ich höre etwas. Ein Motor. Einen kleinen Motor. Sie müssen gute Ohren haben, denn ich höre nichts bei diesem verflixten Geticke. Shh. Ruhe. Das ist ein seltsames Geräusch. Wirklich. Stimmt. Hinter der Tür. Schnell, Lestrade, er ist es. Es ist Lupin. Was hat er bloß vor? Vorsicht! Ich öffne die Tür und sehe nach. Und, Inspektor? Was macht ihr da? Aufwachen, ihr Stümper! Es war nichts. Nur das Schnarchen der Wachhabenden. Bravo, Lestrade. Sie halten Ihre Männer auf Zack. Sie sollten Dr. Watson danken. Noch länger und das wäre die längsten verdeckten Ermittlungen aller Zeiten geworden. Ruhig, Gentlemen. Ruhig. Lupin wird bald kommen. Ach ja. Mhm.
Sie haben verloren. Arsène Lupin hat sie übertrumpft. Sie haben die falsche Wahl getroffen. Die Ehre Englands wurde noch nie so beschmutzt. Die Presse berichtet nur vom Erfolg des französischen Diebs und die ganze Welt macht sich über das Versagen der britischen Polizei lustig. Inspektor Lestrade regelt jetzt den Verkehr auf den Shetland-Inseln. Der britische Premierminister ist auf Damenurlaub. Auf Dauerurlaub. Auf Damenurlaub. Was Sherlock Holmes angeht, er verkündet, dass er im Unrecht war und hat entschieden, dass dies sein letzter Fall war, sofern er keine Revanche verlangt. Ich wusste nicht, dass man in diesem Spiel verlieren kann. Nee, ich glaube auch nicht, dass das jetzt... Immerhin, Ihre Majestät ist jetzt sicher. Es war schwierig, doch ich konnte sie dazu bringen, eine neu entscheiden. Eskorte von Big Ben drei war Mann falsch. Zu akzeptieren. Es ist Ach seltsam, so. Aber seit dem ja. Zwischenfall ist sie wie ausgewechselt. Erst der verständliche Zorn. Das ist ja geil. Das ist ziemlich geil, aber ich habe gar nicht gedacht, dass das möglich ist. Ich breche das mal ab, weil wir haben das ja schon mal gesehen, ne? Der Visitenkarte nach, die Lupin, wenn ihm das gelingt. Schön gest wie der Lupin. Also ich habe das jetzt extra übersprungen, weil wir müssen uns das jetzt nicht alles nochmal anhören. Ja, ich habe das gar nicht gecheckt, dass das das gleiche ist. Ja. Also Big Ben war es nicht. Was war jetzt der andere Hinweis, der jetzt noch, Das war jetzt ja nicht nur der Text, sondern irgendwas war da noch. Dieser Stahlkäfig. Was war denn das doch da? Kann man den Dialog nochmal eben lesen, den die geführt haben? Nein, kann man nicht. Ich kann... Moment. Doch, ich kann nochmal zurück. Dialog. So, das wo war... Das nicht das. Irgendwas mit dem Stahlkäfig. Da weiter runter müssen wir... Nein, oben steht immer das Neueste. Ja, das haben wir ja gerade ausgewählt. Bitte... Achso, hier weiter runter. Die Königin entnommen. Haben wir schon mal Glück gehabt, oder? Das kann ich wieder. So. Befinden sich am anderen Ende der Stadt. Okay, in einem Stahlkäfig. Und genau das ist doch der Hinweis gewesen, dieser Käfig. Okay, Guck mal eben bitte auf Karte. Also, wo sind wir jetzt gerade? In der Baker Street. Da, also ganz Osten dann. Aber im Tower? Eigentlich sind die Kronjuwelen im Tower. Aber damals waren sie da, glaube ich, noch nicht. Stahlkäfig, Gefängnis. Der Tower war früher ein Gefängnis. Aber... Moment. Aber doch nicht in der Bank. Nein. Und in der St. Paul's Kathedrale auch nicht. Wollen wir nochmal den Tower nehmen? Im schlimmsten Fall ist es falsch. Aber eigentlich, ich weiß halt nicht, wie es 1894 war. Also heutzutage sind die Kronjuwelen, die Repliken der Kronjuwelen wohlgemerkt, also die sind, glaube ich, allgemein schon im Tower, aber im Publikumsbereich zu sehen, sind nicht die Originalen. Aber egal, aber bis vor kurzem waren sie da noch. Und der Tower war früher ein Gefängnis, deshalb Stahlkäfig. Ja. Wollen wir es probieren? Ich würde es versuchen, ja. Vielleicht hier. Im Tower of London. Mein lieber Watson. Ich möchte darauf hinweisen, Doktor, dass Lupin bereits dort war. Das ist wahr. Doch die Nachricht auf der Karte. Ich hab's! Er ist mit Hilfe einer Uhr in einen großen Steinpalast gelangt. Jetzt kommen wir wieder zu Big Ben. Er will zu einem Ort, der etwas von beidem überspringen, hat. Oder? Ja, müssen wir ja. Eine wohl wahr, Watson. Das wohl wir. Ich lasse uns von okay, alles überspringen. Moment. Es wird halt Sie werden mich beim Primär. Das ist alles das Gleiche. Es geht jetzt alles das Gleiche. Ja, da war jetzt gerade eine Zeile, an die konnte ich mich nicht mehr so erinnern. Okay, das war auch falsch. Mein lieber Watson war unwissentlich sehr nahe an der Wahrheit. Ich glaube, Lupin wird heute Nacht tatsächlich zum Tower of London gehen. Ich sollte dort nachsehen. Ah. Ach, sieh mal einer an. Guck mal an. Ja, dann auf. Aber wo jetzt genau hin? Naja, ich weiß, wo die Kronjuwelen heutzutage sind. Das hat sich gelohnt. Ja. So, wir sind da. Das haben wir gehabt, ne? Inspektor, ist es genau das Gleiche jetzt? Jawohl, Herr Premierminister. Ja. Perfekt, Gentlemen. Nun erhalten wir unsere Revanche. Das ist Ihr... Vielen Dank. Wo steckt der überhaupt?
Er zog es vor in der Baker Street. Pech für ihn. Dann... Okay. Wenn ich mich irre, werde ich der Einzige sein, der es weiß. Wenn ich hingegen richtig liege, hat Lupin einen sehr kleinen Vorsprung und wird von meiner Anwesenheit hier nichts ahnen. Ah, die Musik. Er ist am Leben und scheint nicht verletzt zu sein. Dieser Mann wurde sicher ein starkes Schlafmittel verabreicht. Es gibt keinen Zweifel mehr. Lupin ist hier und es ist keine Frage, was er hier stehlen will. Was ist sein Plan? Ich muss den Oberwärter Smith finden und ihn so schnell wie möglich informieren. Wollen wir uns das große Finale für einen weiteren Part aufsparen? Ja, dann haben wir jetzt zwar diesmal einen kürzeren Part, aber dafür haben wir auch viel übersprungen und es ist sehr viel passiert. Ja. Und ich denke auch, dass wir das tun könnten. Ja. In der Hoffnung, dass wir genügend im nächsten noch für ein Part zusammenkriegen. Ja, ich denke schon. Und ja. Es regnet, wir sind im Tower von London. Wie viel britischer kann es denn noch sein? Genau. Und wir haben eine tote Guard vor uns liegen. Ne, eine schlafende Guard. Und damit verabschieden wir uns bis morgen zum Finale, würde ich mal sagen. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Macht's gut, bis dann. Bis dann, tschüss.